was bisher geschah. Im letzten Teil unserer Frankreich-Tour hatten wir eine Begegnung mit ein paar nicht ganz so erfreuten Nachbarn. So schön und spannend die Location vielleicht auch gewesen ist, erleben möchte das, glaube ich, keiner. Alles weitere dazu seht ihr im letzten Teil der Frankreich-Tour. Doch auch der Abend dieses Tages hatte noch einige Überraschungen für uns zu bieten. Doch was ich damit meine, seht ihr wie immer jetzt. So, Schlafplatz für heute ist auch gefunden. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich irgendwo neben das Auto das Zelt aufbauen. Und da hinten, ja, hatte ich jetzt vor. Und da hinten ist direkt das Meer. Direkt hinter quasi der Straße. Und da ist jetzt gerade die ganze Zeit am Blitzen. Da hat man es gesehen. Ist ja über Meer eigentlich relativ normal. Aber es sieht trotzdem irgendwie krass aus. Gucken, ob wir noch einen draufkriegen. Sieht schon krass aus. Okay, unerwartetes Problem. Wir wollten eigentlich gerade das Zelt aufbauen. Doch, zeigen wir den Wetterbericht. Nochmal. Da stand eben noch gar nichts. Und jetzt haben wir hier Regen, Gewitter. Bis morgen. Also den ganzen Tag über gefühlt. Ja, und da hinten geht die Welt schon unter. Ja, das Ding ist halt, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, also vor Regen bist du ja sowieso safe im Zelt. Ich weiß ja nicht, ob das so sonderlich angenehm wird, ne? Hier sind noch ein paar andere Autos, aber die pennen halt wahrscheinlich im Auto. Ja. Ich sag mal, es schlägt ja jetzt nicht einfach den Blitz ein ins Zelt. Also vor allem sind ja auch noch Bäume um uns herum so ein bisschen. Ja. Ich weiß es nicht. Also wenn, dann halt jetzt, ne? Weil sonst fängt das an zu regnen, bevor wir überhaupt irgendwas tun konnten. Das Ding ist, im Endeffekt ist es halt so, wenn ich jetzt jeden Abend, macht ja keinen Sinn, jetzt jeden Abend hier zu zeigen, was wir machen, ne? Ist jeden Abend dasselbe, Schlafplatz aufbauen und so. Aber ich glaube, heute könnte es interessant werden. Heute ist anscheinend ein starkes Unwetter angekommen. Ja. Ein starker Sturm. Ich glaube, der meinte keinen Sturm. Ich glaube, der meinte einfach nur... Der Sturm. Oh, da kommt wieder jemand an, oder? Wow. Tschüss. Ich würde sagen, wir bauen jetzt das Zelt auf, dann können wir wenigstens im Zelt im Notfall noch was kochen. Also hopp jetzt. Wir bauen jetzt ganz spontan hier schnell das Zelt auf, bevor es regnet. Kochen können wir im Notfall auch noch im Zelt, diesem Zwischengang. Ja, ich lege mal das Handy weg, dann können wir schneller aufbauen. Bis gleich. Okay, jetzt heißt es Beeilung, denn es eskaliert. Es blitzt und donnert jetzt die ganze Zeit in der Richtung. Es fängt jetzt auch an zu regnen gerade. Ich weiß nicht, ob man es... Ja, man sieht's. Schnappen uns jetzt alles Wichtige, packen es hier ins Zelt. Es ging zum Glück heute ganz gut hier mit dem Aufbau. Das könnte eine interessante Nacht werden. Gut, Auto ist zu. Alle rein. Alle rein, alle rein, alle rein. Wie sieht's aus, ey? Das Zelt ist so voll. Alles zu am Auto. Es ist alles zu, alles voll. So, unsere Kochsachen sind hier. Jetzt ist ein bisschen Ordnung wenigstens mal hier drin. Ein Schlafsetup haben wir jetzt hier gemacht. Meins mache ich dann später. Und es regnet. Minimal. Es regnet minimal, das geht eigentlich noch. Es ist halt super stickig hier im Zelt. Es donnert und blitzt halt da hinten die ganze Zeit. Ich denke mal, das zieht hier noch ein bisschen rüber. Und das Witzige ist, alle anderen Camper sind hier halt einfach weggefahren. Und ich denke mal, die wissen auf jeden Fall, was dann dazu auf die zukommt. Aber gut, wir lassen es mal drauf ankommen. Hier links neben uns steht auch noch ein Camper. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Da, vielleicht seht ihr es ein bisschen, da steht auch noch ein kleiner Camper. Aber die sind auch irgendwie schon pennen gegangen. Ja, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen was kochen. Und ja, dann mal schauen, wie die Nacht wird. Kann auf jeden Fall sehr interessant werden. Ah ja. Nice. Gut. So, erste Packung Ravioli ist fertig. Ich merke, jetzt geht's richtig ab im Regen hier. Tortellini, nicht Ravioli. Meine ich ja Tortellini. Ich bin voll durch. Jetzt mache ich hier meine Portion noch. Und ja, das Zelt fliegt halt auch schon gefühlt fast weg hier. Boah. Das ist ganz krass. Vor allem sind hier oben irgendwo so kleine Fenster drinne. Und davon hebt es halt außen diese Plane quasi hoch. Das heißt, es regnet immer mal wieder kurz rein. Nice. Ach, cool. Ich krieg gleich
eine Kopfnuss von der Lampe, Alter. Ist doch okay jetzt, Alter. Es reicht doch. Als würde jemand von außen am Zelt. Alter. Also wir haben soweit jetzt alles aufgeräumt. Der Topf ist zwar noch dreckig, weil wir einfach kein Wasser mehr haben. Because, das habe ich noch gar nicht gezeigt, wir haben ja gar keine Heringe mehr vom Zelt. Das heißt, wir haben hier alles mit Wasserflaschen gesaved. Und dementsprechend können wir jetzt halt nicht ausspülen. Wir fahren morgen nochmal irgendwie zu Meckes oder so und dann haben wir fließend Wasser und können das nochmal ausspülen. Ansonsten hier ist jetzt soweit wieder alles aufgeräumt. Wir versuchen jetzt gleich mal zu pennen. Es blitzt da drüben halt ab und zu nochmal. Aber ich denke mal, das Schlimmste haben wir überstanden. Wenn man nach oben guckt, ich denke, man wird es nicht erkennen. Aber dann sehe ich sogar wieder Sterne. Also Wolken sind sowieso gerade nicht mehr da. Ja, in dem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, gute Nacht. Kann aber sein, dass wir uns nochmal wiedersehen. Falls wir aufwachen, uns wieder stürmt und das halbe Zelt hier gefühlt wegfliegt. Naja, gut, in dem Sinne erstmal gute Nacht. So, guten Morgen, Alter. Ich habe tatsächlich durchgeschlafen. Es hat wohl die ganze Nacht noch geregnet, davon habe ich gar nichts mitbekommen. Aber ihr merkt schon, es ist alles so ein bisschen stressig hier, weil das ganze Zelt ist nass. Also ich bin zum Glück hier trocken geblieben, weil ich außen geschlafen habe diesmal. Also was jetzt außen, aber halt hier auf der Seite. Aber hier in der Ecke von Jan ist alles nass. Auch hier die ganze Zeltinnenwand ist klitschnass. Also wir müssen jetzt erstmal hier ausräumen. Meine Sachen sind fast trocken. Ja, würde sagen, erstmal jetzt hier raus. Also Cheeseburger zum Frühstück. Ja klar, ein Cheeseburger zum Frühstück, dir geht's auch nicht mehr ganz gut. Der Spaß muss abgewaschen werden, Alter. Guckt euch das mal an. Was ein Siffmüll. Nehmen wir auch noch mit. Ab geht's. Ich glaube, das kommt jetzt extrem komisch, da wirklich direkt mit dem Topf so reinzulaufen, Alter. Moin. Also besser geht's eigentlich nicht. Wie neu. Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's nicht anders als zu flüstern. Ich weiß, es ist hier in Frankreich oft so. Aber das ist, glaube ich, das Heißeste, was wir jetzt in Frankreich gemacht haben. So, und jetzt nochmal in Ruhe, denn ich denke, man hat mir angemerkt, wie aufgeregt ich in dem Moment war. Wir haben uns irgendwie ein verlassenes Haus oder irgendwie so eine Art Schloss angeschaut. Und ja, das Ganze war halt einfach übelst heiß, weil es auf dem Grundstück von einem anderen Nachbarn irgendwie war. Also ganz habe ich es bis heute immer noch nicht verstanden. War auf jeden Fall übelst krank. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Viel Spaß. Also so, habe ich die Location tatsächlich auch noch nie irgendwo gesehen. Es waren echt wenige Leute bisher hier drin. Entschuldigt bitte, wenn es heute ein bisschen wackelt. Ich habe kein Stativ dran und ich bin super aufgeregt. Keine Ahnung, ich versuche es einfach so gut wie es geht hier einzufangen. Und dann eben hier vermutlich das Wohnzimmer. Nicht wundern, der gehört dazu. Der wohnt hier. Ein schönes altes Kaminzimmer zum kleinen Kronleuchter hier. Und einfach mal einem übelst fetten Kamin. Ja, der geht ja über die ganze Wand. Bis nach oben. Schöne rustikale Holzdecke. Und auch alles in diesem dunklen Braun hier gehalten. Die Sessel, der Schrank. Da oben hast du noch ein paar Gemälde an der Wand. Aber alles in allem, krasser Blick hier in den Raum. Da ist auch noch so eine Stehlampe, die habe ich ja gar nicht gesehen. Ist so ein Schreibtisch. So wenig durchwühlt bisher. Wahnsinn. Hier drüben geht es dann weiter. Ich nehme an, dass das hier der Speiseraum war. Und wie man ganz gut sieht, fällt hier einfach das Licht richtig geil in den Vorhang rein. Okay. Ein Büro. Lauter Bücher da hinten im Schrank. Und in der Mitte einmal so ein ultra riesiger Schreibtisch. Ich weiß nicht, ob die hier... Ah ja, guck mal hier, Versand. Warum ist es auch auf Deutsch? Großgeräte außen? Ja, dann haben die irgendwelche Sachen verkauft oder was? Wasser? Ja, das ist ja alles auf Deutsch. Dann würde ich sagen, geht's mal hoch. In den ersten Stock. Oh. Da klitzt
jetzt hat doch schon was durch. Ein riesiger Bücherschrank. Wie mega ist das bitte? Ja, man findet hier auch überall deutsche Sachen. Das sind alles deutsche Bücher. Lessing, Goethe, Schiller, Deutschland wieder. Ach, ich weiß gar nicht. Das ist wirklich alles auf Deutsch. Ich nehme an, dass jetzt hier die Schlafräume waren. Oh. Was? Okay. Ich wusste, dass es krass wird. Aber das. Hier ist einfach. Hier sind so zwei Beinprothesen oder sowas. Noch so uralte Krücken. Also was gibt's ja heute schon gar nicht mehr. Dann hier irgendein merkwürdiger Apparat. Ich weiß nicht, was das ist. Transtonic. Null Ahnung, was das gewesen sein könnte. Lauter Bilder hier in der Ecke. Und ja, man sieht's ja. Das war dann wahrscheinlich der Schlafbereich. Vielleicht ist es dann hier wirklich zum Todesfall gekommen. War schon alt, brauchte Krücken und vielleicht wirklich die Prothesen. Und dann ging es einfach nicht mehr weiter. Hier steht noch ein kleiner Fernseher. Und auch wieder so eine Weltkugel. Radio, Fernglas und selbst das Modell hier oben von so einem Schiff. Wie kleinteilig und hochwertig sowas bestimmt auch ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber allein schon, dass ein Zimmer so komplett hier ausdekoriert ist mit irgendwelchen Bildern und Figuren und ach, keine Ahnung. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie das hier mal gewesen sein muss. So, weiter hier durch den Flur im ersten Obergeschoss. Geht's weiter in ein zweites Schlafzimmer. So roten Vorhängen. Ah ne, die sind sogar eher rosa. Oh, hä? Hier ist auch nochmal zwei Beinprothesen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier zwei Leute gewohnt haben, die beide eine Prothese gebraucht haben. Und dann hier auch nochmal irgendwie so ein edles Bett. So ein Goldüberzug. Puh, jetzt fällt mir meine Hand aber auch so langsam ab. Ohne Stativ mache ich so selten. Weil es einfach super anstrengend ist, ohne Stativ zu filmen. Außerdem, ich filme die gerade am Stück. Also, weil wir wollen ja einfach schnell wieder raus. Ich wollte euch das halt nicht vorenthalten und trotzdem ein Video raushauen. Selbst diese kleinen Nachttischlampen hier. Ich weiß nicht, alles in allem. Das Gesamtbild macht's, dass es einfach super edel hochkommt. Nee, rüberkommt. ich weiß nicht, wirklich. Es ist unfassbar. Noch ein Schlafzimmer? Na gut, wenn ich an das Familienbild denke, das waren schon viele Mitglieder, also kommt hin, dass hier einige untergebracht werden mussten. Da oben alles voller Schwarzschimmel. Aussprache, Grammatik, ja. Okay, vielleicht dement gewesen am Ende und sich dann hier alles notiert, wo was genau liegt. Das sind alles VHS-Kassetten. Aber hier wurde irgendwie schon auch so ein bisschen zusammengeräumt, ne? Ganz merkwürdig. Und auch hier hast du nochmal so eine richtig fette Glotze. Gute Philips-Maschine hier. Und jedes Schlafzimmer hat hier noch ein eigenes Bad angeschlossen. Ich habe es in den anderen beiden Zimmern nicht gezeigt. Aber hier... Das ist so Wahnsinn. Der Stuhl, dieser Besen. Und hier ist alles noch da. Es stinkt auch ganz bestialisch hier drin, wirklich. Och, nee, hier will ich raus. Ich weiß nicht, was es ist, aber es stinkt auf jeden Fall. In dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr meine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwie soweit problemlos rauskommen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.